Hey zusammen, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Und heute reden wir über das neue Jahr, Ja. unsere Vorsätze? Vorsätze. Über unsere Vorsätze. Und vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, über das vergangene Jahr, wie das war und so. Ja, können wir auch machen. Und nebenbei testen wir noch eine Sugar Gang Box. Wir haben die schon seit einer Weile hier liegen oben. Ja, Dreck am Stell. Wir hatten irgendwie keine Zeit, die hier auszupacken und wir dachten, wir machen das jetzt hier einfach beim Podcast und zeigen euch, was da drin ist und wie das Ganze schmeckt. Ach so, und ich habe noch einen Code Kilic 12. mit Kilitz 12 Alles bekommt ihr groß geschrieben. alles groß geschrieben. Okay, Kilitz 12 groß geschrieben, bekommt ihr 12% Rabatt auf das ganze Sortiment. Ja, nicht so schön ist. Ich muss sagen, wir haben eine Sache schon gegessen, probiert. Echt? Ja, Ah und ja. zwar diese Genau, die sind Bulldog sehr lecker. Nudeln. Sehr scharf, aber schmeckt nicht gut. Ah, grüne Takis. Hab ich noch nie gegessen. Ja, ich auch nicht. Und Tortilla. wir haben noch blaue Takis. Ach, zwei grüne. Also zwei grüne. Hä? Ja, Ja, Zombie. einmal. ASMR. Ja. Einmal die Grünen, einmal die Blauen. Die Blauen kennen wir schon. Sehr scharf. Ich weiß gar nicht, wie die Kinder das alle essen. Ja, Das ist ja Pommes. weiß ich nicht. Ich habe das gesehen. Ey, das ist echt lange her, dass wir die Box bestellt haben. Deswegen habe ich auch keine Ahnung, was da alles drin ist. Warte mal, lese doch mal. Was ist das denn? Das sind Pommes. Ja, aber so Pommes-Chips. Mäßig. Schaut mal. Meine Finger riechen nach Pommes. Und die sind also Pommes, das sind aber Chips, glaube ich. Cool. Das will Probier ich mal. probieren. Nee, Soll ich probier du probieren? mal. Aber krass, ne? Das ist echt wie Pommes, ne? Mhm. Ja, Mann. Das schmeckt voll gut. Krass. Was esse ich jetzt? Die sind scharf ein bisschen. Ja, ein bisschen scharf. Gibt's für Mochis? Hatten wir die nicht mal oder so? Ja, wir hatten mal welche mit Mango. Das ist jetzt Erdbeer. Was ich jetzt essen? Chips Zelda war. Ja, die Mango-Mochis waren echt lecker. Ah, die Chips meinst du? Ja. Ach so. Ja, sind noch zwei so Dinger. Ja. Ah ja, das sind wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich die auch nicht aufgekriegt. Es ist so. Ich mag aber diese Stärke immer drumherum nicht so. Ist schon Ich weiß so nicht. trocken. Ich mag Stärke nicht so. Also, nicht so pur. Ist lecker, ne? Mhm. Und auf jeden Fall geht es ja darum, um unsere Vorsätze für das neue Jahr, beziehungsweise um einen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr. Was sind denn deine Vorsätze für 2023? Ah, ich habe das letztens ja auch in meiner Insta-Story. Stimmt. Nee, alles gut. Ja, Stimmt. ich möchte mehr auf mich achten. Ja. Tatsächlich ein bisschen mehr Auszeiten nehmen, mich nicht mehr so viel Das haben aber stressen. viele geschrieben in der Story, habe ich Ja. gelesen. Tatsächlich, weil ich glaube, wir Das stressen und uns alle Sport. sinnlos. Ja, Sport stand auch oft, Ja. aber das ist nicht mein Vorsatz. Wieso? Ich habe auch wieder Ich hier weiß Dings, wie heißt nicht. es nochmal? Yoga oder warst Step, du? ja, ich Step. war weiß. Ja, Step macht echt Spaß und du brauchst auch echt Ausdauer und so. Ja. Aber ich weiß nicht, Sport ist nicht so mein Ding. Es hat mir zwar echt gut getan. Ich wer weiß, vielleicht mache ich es ja irgendwann nochmal. Ja, warum nicht, ne? Ja. Hast ja Zeit. Aber Also. ich möchte mir eher so Auszeiten, so chillige Auszeiten Ja. nehmen. So also ein bisschen mehr auf mich selber hören und schauen, auch meine Gefühle selber, also mich selber so respektieren und so akzeptieren und so. Läuft Gut, bei ne? dir. Und ansonsten, ja, sich von Vollidioten fernhalten. Ja. Und Menschen bewusst in meinem Leben aussuchen und auch aussortieren irgendwo. Ja. Ne? Menschen, die dir nicht gut tun, aber ich glaube, das hat jeder irgendwie. Ja. Ne? Ja, solche Sachen, das ist eher bei mir. Sonst habe ich jetzt nicht, wo ich sage, okay, ich will das mehr machen oder dies weniger Ja. machen. Ja, ein bisschen auf meine Ernährung achten, aber da will ich jetzt auch nicht übertreiben, weil ich nasche trotzdem sehr gerne. Meine Vorsätze ist tatsächlich auch so von Menschen, die mich fernhalten, die mir nicht gut tun. Das habe ich auch schon 2023 versucht, ein bisschen von denen so entfernt, sage ich jetzt mal, von Menschen, die mir nicht gut getan haben. Dann ein Vorsatz mehr Sport. Also ich hatte ja Sport gemacht. Ich war Ja. joggen und so. Da hatte ich irgendwie Rückenprobleme. Aber jetzt, dann habe ich ein bisschen aufgehört. Aber ich will jetzt mal Rücken wieder was irgendwie trainieren, auch irgendwie was für meinen Rücken tun. Das will ich ja eigentlich nur von Leuten entfernen, die mir nicht gut tun und Sport. Das sind so meine Ziele. Also was auf jeden Fall auch sehr wichtig ist,
die Zeit so mit der Familie und so mehr außen zu mehr genießen und mich nicht bei jedem kleinen Scheiß, sag ich jetzt mal, aufregen und so. Ne? Das ist auch schon wichtig so. Ne? Ja, das stimmt. Ich meine, unsere Kleine ist jetzt auch 5 und wir haben so viel Spaß am Wochenende mit ihr, wenn wir das Unternehmen. Wir machen voll die coolen Sachen gerade. Ja, und also das macht richtig Spaß. Davor war es halt ein bisschen anstrengender, die Kleine wollte nicht laufen, dann war es ihr zu viel, dann war es ihr zu lang und so. Und jetzt ist es halt echt super. Also es macht richtig Spaß. Ich muss auch so ein Mochi nehmen, das schmeckt voll gut. Ja, das ist auch echt gut. Nee, ich will gerade nicht. Aber die mit Mango fand ich auch richtig gut. Ja, das stimmt. Was ist das denn? Hast du die Verpackung? Ja, das hatten wir doch letztens schon. Ach so, ja. Also das ist die Verpackung zu diesen Mochis und die sind echt gut. Und ich habe davor nur Mochi-Eis probiert. Fand ich auch gut, aber ich muss sagen, ich finde das besser als Mochi. Voll lecker, ja, ich finde es auch besser. So Mochis. Hm. Ja, und was habt ihr alles für Vorsätze fürs neue Jahr 2024? Da muss ich mich jetzt auch nochmal dran gewöhnen. Ja. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was ich noch so wichtig finde oder was wir machen sollten, ist tatsächlich so die Freizeit besser gestalten. Man irgendwie das Budget hat oder so, sag ich jetzt mal, zu reisen. Wir wollen ja unbedingt ein Kreuzfahrtschiff machen. Ob es dieses Jahr klappt oder nächstes Jahr, keine Ahnung. Ja. Aber so eine Kreuzfahrt wäre richtig, richtig geil. Ja. Das ist so ein Ziel von mir. Ist auch nicht ganz so günstig. Für das Jahr 2024 oder 2025 ist noch nicht klar. Aber auch so Kurzreisen. So, keine Ahnung. Mal, ich sag jetzt mal so 2 Tage nach Hamburg. Ja. 3 Tage irgendwie in Holland. Vor der Kleinen haben wir das oft gemacht. Das stimmt. Das können wir wieder einführen. Mhm. Darauf hätte ich auch Bock. Ja. Aber das haben wir uns ja auch so ein bisschen vorgenommen. Ne? Ja, weil in dem Jahr ging das nicht so, weil wir ja, weil du ja den Shop hattest, sag ich jetzt mal, den du jetzt nicht mehr hast und dadurch mehr Zeit hast. Ja. Schon viel Arbeit. War viel Arbeit und so und dann sollte man das, also sich gönnen so. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall möchten wir auch viel mehr YouTube-Videos drehen. Ja. Also das, zusätzlich, das genau. Also ja. TikTok, Instagram läuft so wie so Vlogging gewohnt. Meistens. Genau. So, ne? Und YouTube ist dann so einmal Long-Video, also ein Rezept-Video. Das möchte ich natürlich auch noch beibehalten auf meinem YouTube-Kanal. Aber halt auch Vloggen. Reisen, Vloggen. Ja. Sachen testen, bevor ihr es irgendwie testen müsst und enttäuscht werdet. Ne, dann machen wir das einmal kurz. Freizeitparks und so. Ja. Also das Sachen, die wir Lust haben. Richtig cool. Genau. Oder falls ihr Vorschläge habt, könnt ihr uns das auch immer mal schreiben, was wir mal testen sollten. Cooles Thema, da bin ich auch dabei. Und da haben wir auch schon sehr coole Ideen, was wir so machen können und wo wir die Leute so mitnehmen können. Ne? Ja, das stimmt. Was haben wir noch geplant eigentlich fürs neue Jahr? Schön. Also was Content-mäßig betrifft. Also ich möchte ja weiter mit meinen trendigen Videos machen, so Bubble Teas, Torten. Meistens ist das immer so am Freitag. Genau. Ne? Freitag ist so Training Friday. Genau, genau. Freitag ist Training Friday. Ja. Aber du willst ja auch, hast ja gesagt, auch ein bisschen mehr es soll ja nicht nur beim Button bleiben. Du willst ja auch jetzt vielseitig bleiben. Du willst ja auch, wie gesagt, ein bisschen reisen oder keine Ahnung, du willst irgendwie Angebote raussuchen. Du willst beim Einkaufen die Leute vielleicht eventuell mitnehmen. Ja, stimmt. So, sowas wolltest du ja auch machen. Genau. Also es soll jetzt schon ein bisschen wieder bunter werden, ein bisschen viel mehr was, viel Vielfalt. Ja, ja. Also ist ja viel interessanter, finde ich auch. Ja. Also wenn du nur beim Backen ist, ich meine, es ist ja ganz cool und so, aber wenn du auch Spaß hast, irgendwie jetzt eine Reise aufzunehmen und dir das zu erklären, wie teuer, was du dafür ausgegeben hast, bla bla bla, wenn du Spaß hast oder Spaß hast, irgendwie im Supermarkt zu gehen und irgendwelche Angebote rauszusuchen oder so zu testen, ist doch auch voll cool. Ich meine, warum denn nicht, oder? Ja, finde ich auch cool. Also das möchte ich ja eigentlich hauptsächlich in den Stories machen. Ja. Also auf Instagram Story. Klar, sind vielleicht auch mal Postings drin von der Reise und so. Sowas ist auch immer ganz cool. Aber auf jeden Fall soll ein bisschen mehr mit rein. Es bleibt an sich immer noch ein Backkanal, aber es soll sich auch ein bisschen mehr um uns drehen. Ja. Also um mich als Person vielleicht ein bisschen mehr, wir als Familie. Um sie. Ja, also genau. Also ein bisschen wird sich was ändern, aber jetzt halt nicht so, dass sich mein Content komplett verändert oder so. Es wird immer noch ein Backkanal bleiben. Es wird immer noch die coolen Videos und die schnellen Rezepte geben natürlich. Was auch ganz cool ist, was wir noch sagen müssen, wir haben hier oben noch so ein Dachgeschoss. Da machen wir unsere YouTube-Ecke. Also, das heißt, unser Podcast wird nicht mal auf dem Sofa gedreht. Ja. Voll die Amateure. Ist aber so. Da wollen wir halt ein bisschen so, so eine YouTube-Ecke halt aufbauen für uns. So zwei coole Stühle oder Sofa oder was war das? Sessel? Keine Ahnung. Ja, genau. Müssen wir uns noch raussuchen. Genau. Genau. Und dann
machen wir eine coole Podcast-Ecke, coole Podcast. Quatsch-Ecke, wie auch immer. Ja. Dann sieht das auch cooler aus da oben. Mhm. Und vielleicht sind wir auch nicht so weit entfernt oder sieht es vielleicht besser aus von der Perspektive. Ja, wahrscheinlich von der Perspektive. Ne? Das müssen wir jetzt einmal richtig planen. Ja, das kann auch jetzt noch so einen Monat dauern und dann machen wir das, oder? Ich denke auch. Ja, weil wir haben da oben schon aufgeräumt. Ja. Ich habe aufgeräumt. Ja. Das sah echt krass aus. Ja. Ist halt automatisch auch unser Lager, Abstellraum, ja. Alles Mögliche, ja. Ne, ist da oben. Weil wir haben keinen Keller. Ja, wir müssen noch ein, zwei Möbel abbauen. Mhm. Ein, zwei Möbel aufbauen. Genau. Und dann haben wir eine coole... Kann losgehen, ja. Boah, willst du mal die grünen Takis probieren? Ja. Also, ich habe die blauen gegessen. Und die blauen sind echt scharf. Ja. Die blauen... Bauen. Die blauen, die ballern echt. Aber also, die, kannst du die so erstmal so eine halbe ja. essen. Ja. Und das Ding ist, und dann Kinder geht's irgendwann. Essen das. Ich verstehe ja. das, wie kriegen wir also, blau war echt scharf. Ja. Ich probiere jetzt die grünen. Der war auch cool aus der Farbe und so. Boah, ist voll sauer. Aber die riechen auch gar nicht so scharf. Ist die scharf? Nein. Aber die sind voll grün. Na gut. Aber ist auch das scharf. Ist, ja, aber ein bisschen scharf. Die blauen sind ja voll scharf. Die blauen scharf. Sind krass. Ist das? Das hat mich schon mal. Das ist lecker. Das sind so Wassermelone und so, ne? Mhm. Aber das sind irgendwie zwei verschiedene. Ja. Gibt's einmal. Ah, es sind drei verschiedene. Ja, komm mal rauf. Du bist zu langsam. Du bist ja gar nicht. Ja. Ja. Und kann sie ja trotzdem essen. Mensch, darf ich wohl probieren hier. Lecker. Brauche ich Wassermelone. Was hast du denn? Ach, das. Ach so. Nee, du hast das hier. Das ist Wassermelone. Ja. Das ist doch alles Wassermelone, Mensch. Oder nicht? Voll geil. Na gut, ich probiere noch so ein grünes. Okay. Den Rest kann die Kleine da essen. Okay. Boah. Lecker, ne? Die Grünen sind gut. Voll geil. Mhm. Unser Ziel noch ist, dass wir unsere YouTube-Kanal noch ausbauen. Ja. Wir haben so viele Follower bekommen. Du. Ja, aber du hast 80.000 ja mittlerweile. Mhm. Unfassbar, ne? Aber drüben. Und es ging so schnell. Wir hatten im Sommer, so Ende Sommer, August, Mitte August, irgendwie noch knapp über 30, so 33, 32. Ja. Und dann haben wir die ganzen... Ich war schon über 30? Ja, so knapp. Hm? Ja, dann haben wir nur Shorts gepostet. Ja. Jeden Tag ein bis zwei. Reingehauen. Ja. Das waren einfach 80.000. Ja. Wie geil ist das denn? Also wir wurden jetzt echt vom Algorithmus gegriffen. Und das ging jetzt so schnell. Und es macht auch richtig Spaß. Also ich muss sagen, YouTube ist geil. Ja, ist eine komplett andere Plattform mit Long und Kurz. Und das ist halt nicht so wie TikTok oder Instagram, finde ich. Also es ist nochmal ein bisschen, also ganz anders. Und es macht immer Spaß, mit einer neuen Plattform anzufangen, weil das immer nochmal eine neue Herausforderung ist. Ja. Ne? Du willst erfolgreich sein, dann gibst du Gas, dann drehst du dein Video so und dann mal so und dann machst du extra Videos und keine Ahnung. Und also mag ich total und ich bin mit diesen drei Kanälen echt super zufrieden. Ja, ich auch. Und mehr würde ich jetzt nicht dazu holen wollen, nee. Noch andere Plattformen oder es so. Es gibt noch so vieles, ne? Ja, schon. Ja. Ich glaube, also Snapchat gibt es ja auch immer noch. Ja. Ich hatte noch nie Snapchat. Ja, ich hatte auch. Snapchat gibt's. Fand ich nie cool. Ich weiß nicht, was die Leute daran finden. Also, dann gibt es so, was man so einfällt, so Pinterest. Ja, was gibt's da hole ich mir auch gerne meine Ideen. Pinterest finde ja, ich auch super. Facebook so, ja, haben wir auch noch so halb. Aber mir klebt dieses Ding von an den Zähnen. Ja, ist ein bisschen nervig. Ja. Ich muss kurz Zähne putzen. ja, aber YouTube ist cool. Ich meine, wir haben jetzt auch einige neue Follower bekommen, ja. Die vielleicht das erste Mal das Podcast sehen. Das Podcast? Den Podcast. Das der hatten Podcast. Wir letztens auch, ich weiß der es Podcast. Nicht. Der Podcast. Der Podcast. Unseren Podcast. Ne? Okay. Ja, aber man muss doch irgendwie wissen. Obwohl, ja muss man kein, das wissen. Ja, Nutella. Ja. Die Nutella? War das Nutella? Ja, ja, ja. Oder der Nutella. Nutella mit Butter oder ohne Butter? Was sagt ihr? Ja. Die Nutella? Der Nutella? Der Nutella ist raus. Das Nutella. Das. Ja, ja. Wollten wir noch etwas ansprechen? Was denn? Wollten wir noch etwas ansprechen? Ja, was denn? Es ist eine Frage. Wenn ich... Vielleicht hast du ja noch was im Kopf. Also wir möchten in Zukunft in unserem Podcast, in unsere Podcasts, ja. Podcasts. Ja. Scheiße, das wird heute nichts mehr mit mir, ne?
Also, wir möchten in Zukunft in unsere Podcasts Geschichten einbinden. Und diese Geschichten kommen von euch. Und die könnt ihr privat schicken über Insta als Direct Message. Ja, Nachricht. Und die sollen wahr sein, also Geschichten, die euch mal passiert sind. Genau. Ob ihr jetzt was Unheimliches erlebt habt, sage ich jetzt mal. Irgendwas total Schönes in eurem Leben. Ja. Aber ich glaube, gruselig oder so sowas Unangenehmes wäre, glaube ich. Ich glaube auch. Lustig. Ja, oder irgendwas lustig. Total Lustiges. Also ich meine jetzt, euch ist irgendwas sehr Unangenehmes passiert oder so. Ihr wollt es irgendwie mitteilen, ne? Also ich glaube, solche Storys auch immer total lustig. Genau, oder echt was Gruseliges. Oder jetzt irgendwie ein Freak als Stalker oder so. Ja. Und dann kann man das ja auch vorlesen und dann. Ja, ja. Oder man hat irgendwas ganz Doofes erlebt in seinem Leben irgendwie. Ja. Ne? Also was Mysteriöses oder so, ne? Wer seine Geschichte mitteilen wäre sehr möchte. Spannend auf jeden Fall. Ja. Also wenn ihr sie dann anschreibt, bleibt ihr alles anonym. Also schreibt ihr dann direkt die Direktmessage über Instagram. Dann bleibt alles anonym und dann können wir es ja vorlesen und uns darüber unterhalten. Also wie gesagt, es kann was Lustiges sein. Ja. Es kann aber auch was sein, was weniger lustig ist, was Mysteriöses, wie erwähnt, oder etwas Doofes erlebt. Ja. Keine Ahnung, wie ich auch schon erwähnt habe, irgendwie hat so ein Stalker oder irgendwas Unerklärliches, wie bei X-Factor. Ja. Und dann können wir darüber reden und darüber unterhalten und das wird auch ziemlich spannend. Genau. Sowas könnten wir öfters dann einbauen, so 2, 3, 4 Mal im Jahr. Ja, also da seid ihr auf jeden Fall ganz frei. Ihr könnt jede Geschichte erzählen, die ihr wollt, beziehungsweise schreiben. Und wir lesen das dann hier vor. Ja. Und dann lesen wir das Ganze vor und unterhalten uns darüber. Und da freue ich mich auf jeden Fall über die Geschichten, du nicht? Ja, doch, ich auch. Das ist ja auch mega interessant. Bin total gespannt. Ich überlege gerade, ob ich eine Geschichte habe, die ich auch irgendwie erzählen kann. Ja, ich habe eine. Die erzähle ich dann. Ja? Ja, mega interessant, mega gruselig tatsächlich. Ja, gut, die war voll creepy. Ich war jetzt auf der Arbeit, da habe ich auch so einen Podcast gehört, da ging es auch so immer so ein bisschen so creepy Sachen so. Ja. Und dann dachte ich mir so, Alter, du hast es echt erlebt. Wie krass ist das denn? Das war voll krank. Das war mit meinem Vater zusammen, habe ich dir mal erzählt. Erzähle ich dir nachher. Das war voll krank. Ja, okay, aber darüber habe ich mich gleich noch mit dir unterhalten. Die ist richtig creepy. Also, da habe ich immer noch Gänsehaut. Ne? Also das ist voll krass. So was erlebt hat. Das können wir erzählen. Ja, das können wir erzählen. Wir haben schon mal eine Geschichte. Ja, eine Geschichte haben wir schon mal. Ihr könnt gerne eure Geschichte dazu schreiben. Genau, oder? Also über Instagram anschreiben oder, ja, nee, über Instagram anschreiben, dann haben wir die Geschichten, dann können wir die hier vortragen. Ja. Ja, richtig cool, oder? Auf jeden Fall. Was sagt ihr dazu? Ist das eine coole Idee? Ja. Ja, feier ich total. Ja, cool. Also 2024 wird richtig cool auf YouTube. Ja. Seid gespannt. Wird auf jeden Fall richtig viel Spaß machen. Ich wollte ein Dings essen, aber komm, ich lass es mal gucken. Da wird alles dabei sein. Ja. Von Reisen bis Vlogs über uns, Geschichten. Von euch. Verschiedene Sachen, ne? Ja. Von euch, von uns. Wir machen das, versuchen das mal alles so zu mischen. Genau. Ne? Aber wie gesagt, die Rezepte und die Videos, Shorts sind die immer drin mit Rezepten. Genau. Und plus einmal die Woche versucht sie dann noch Long Form zu posten und dann der Rest kommt noch dazu. Ne? Genau, also das ist alles, was wir jetzt noch, was sich nicht ums Backen dreht, ist eigentlich nur noch on top. Genau. Also es bleibt eigentlich so wie gewohnt, so von der Anzahl, von den Videos her und was weiß ich. Aber wir haben gerade einfach ein bisschen mehr Zeit und noch mehr Lust. Ja, nicht Bock drauf. Genau, und dann machen wir on top einfach noch ein bisschen was über uns. Ja. Blogs, dies und jenes, Reisen. Ja. So machen wir das. Ja, da freue ich mich drauf. Ja. Ab jetzt geht's los. Ja. Ich bin früher YouTuber geworden, ey. Ja, der wollte früher gar nicht vor die Kamera, was ist denn hier? Voll am Schämen. So. Ja. Ja, cool, das wird richtig Spaß machen. Ja, ich freue mich jetzt schon. Ja, super. Dann haben wir unseren Podcast für 2024, also unseren ersten Podcast für 2024 mit den Infos, was abgehen wird nächstes Jahr. Ja. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Okay. Schreibt die Geschichten rein. Ja. Also nee, als nicht DM. Vergessen. Genau. Schreibt es mir über Instagram. Boah, ich glaube, du musst aber das Video richtig gut schneiden, ne? Aber so viel Quatsch erzählt. Ja, das stimmt. Ein bisschen durcheinander geredet hier. Ja, mache ich schon irgendwie. Ja. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und was sagt man denn zum Schluss? Bleibt gesund.